Großes Medienaufkommen am Mittwochmorgen im Landgericht Fulda. Grund? Es ist der Prozessauftakt gegen einen ehemaligen Grundschuldirektor, der wegen hundertfachem sexuellen Missbrauch an Kindern angeklagt wird. Der 47-Jährige war im Januar letzten Jahres festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, dass er in der Zeit von 1998 bis 2021 in einer Vielzahl von Fällen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben soll. In Summe geht es um 99 Fälle, davon in 3 Fällen der Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Es geht um rund 20 mögliche geschädigte Personen und hinzu kommen noch 15 Fälle, in denen der Angeklagte kinderpornografisches Material besessen haben soll. Die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte ein Hinweis aus den USA. Von dem sogenannten NCMEC, dem National Center for Missing and Exploited Children. Das ist eine NGO in den USA, die uns den Hinweis gegeben hat, dass auf einem Rechner in Deutschland womöglich eine kinderpornografische Datei einer anderen Person zur Verfügung gestellt wurde. Der Prozess, der zurzeit bis Ende Mai terminiert ist, findet zu einem großen Teil unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ich verstehe natürlich, dass die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse an Informationen hat. Auf der anderen Seite gibt es aber ein genauso berechtigtes Interesse zum einen der möglichen Geschädigten am Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte, weil der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs, der zum Nachteil der möglichen Geschädigten begangen worden sein soll, natürlich in die Intimsphäre eingreift und für ein Opfer sicherlich noch mal besonders belastend ist, das in öffentlicher Hauptverhandlung zu tun. Deswegen schützt das Gesetz das dort speziell. Aber gleichzeitig gilt in einer Hauptverhandlung das umgekehrt auch für den Angeklagten, für den natürlich weiterhin bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt. Unklar war zunächst, ob der Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußern würde. Sie dürfen im Übrigen davon ausgehen, jetzt sagen wir doch schon mehr, als wir im Grunde wollten, dass es im großen Umfang Geständnisse geben wird. Und auch uns daran liegt, dass diese Sache schnell vom Tisch ist. Sollte dies in vollem Umfang geschehen, ist davon auszugehen, dass der bislang mit 37 Verhandlungstagen anberaumte Prozess sich deutlich verkürzt. Osthessen News. Sehen, was bewegt.